Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tom Clancy's The Division. Mit mit euch. euch, mit euch, mit mir, dem Rio und mit dem Alcaramba. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass wir da sind und wir haben ja die letzte Folge mit einem dicken Cliffhanger beendet. Und dementsprechend sind wir jetzt schon ganz heiß darauf zu sehen, wie die Operationsbasis aussieht. Und ich würde sagen, Ladies first, bitte. Na Damit dann, meine ich hau rein. dich. Da rein. Du. Ja. Komm, Alter, verschönert. Ach, leck mich doch am Arsch. Warte. Wir können auch zusammen reingehen, Hand in Hand. So, Scan-Vorgang, dekontaminiert, nee, sicher. Ventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Kontaminationsstufe gesenkt. Okay, also ist dieser Grippevirus immer noch ein Thema? Oder wie kann ich Absolut, das verstehen? ja, nach wie Wir vor. müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie. Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac Entschuldigung, aber hat es war uns gesagt, gerade dass sie echt der Mafia helfen unfreiwillig will, komisch. Verschaffen sie die Fortschritte synchronisieren, damit Sie wir eine sagt bessere so. Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, Sie desto besser sagt. geht's Oh, der Stadt. hör zu labern. Sie sagt so, wir brauchen Leute irgendwie. Nee, wir können viele Leute gebrauchen. Und dann vor allem Leute, die wir gut brauchen können irgendwie. Und dann geht die Kamerafahrt so auf dich als Charakter. Und dann sagt sie vor allem Ärzte. Das war so ein kleiner Diss. Also, Oh. was soll man denn machen? Ich würde mal sagen, Grundversorgung ist ja mal essentiell. Ach, warte mal, das ist jetzt quasi mein Housing, Das ist so nach jetzt dem dein Motto. Housing im Prinzip, so gesehen, ganz weit entfernt. Genau. Ah, Sicherheitsflüge, deswegen sehe ich dich jetzt auch gerade Ah, nicht. stimmt, Wir ich sind sehe jetzt dich auch hier nicht. einzeln Ja. drin. Okay, wo ist die Grundversorgung? Dann lass mich mal Den gucken. Tech-Flügel musst du gerade eben hoch. Der Technikflügel hat Heckflügel, schon ja, sie Signalkanäle werfen mir noch mehr erkannt. Fremdwörter an Aber den wenn Kopf. Sie Roads Ah, hier ist Supervisor der schaffen können, Tech-Flügel, da wird ist Ihr der Schiff noch einige Medizinflügel, da ist der Erfahrung sammeln. Sicherheitsflügel. Wir Und was machen bringt ja mir viel das am dann? See. Ich Also wenn du glaube, jetzt viel jeden mehr Flügel, den als du erwartet, halte ich ausbaust, ihn für sehr hilfreich. zum Beispiel die Ärztin, also der eine gibt Moral, die andere baut den medizinischen Trakt wieder auf. Du belebst damit das Ding immer mehr und effektiv gesehen hast du dann dadurch Vorteile. Welche ganz genau wird aber so ein bisschen dann, glaube ich, noch erklärt. Also ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich auch nicht zu genug weiß. Warte mal, das ist hier der technische Flügel. Inbetriebnahme der Operationsbasis jeden Flügel untersuchen. Ich meine den medizinischen Flügel. Kann nur ein Flügel hochfahren oder wie sieht Ja, das aus? erstmal müssen wir jetzt einen, das sollte man wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn jetzt jeder einen Flügel macht, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir jetzt einen zusammen machen. Deswegen ist die Frage, da sage ich, darfst du auswählen, auf was du denn Lust hast? Also hier steht jetzt sind drei Ziele. Ja? Entweder Sicherheitsflügel, der Techflügel oder der Medizinflügel, oder wie? Ja, genau. Einen davon können wir jetzt sozusagen bestücken. Ja, dann finde ich ja fast den Medizinflügel am interessantesten, oder? Ja, ich dachte mir, Grundversorgung schadet nie. Das war jetzt so Wo ist denn mein. Grundversorgung? Das ist der Tech-Flügel. Ach, das ist der Techflügel. Na dann Jo. Techflügel, go. Go for it. Okay, dann nehme ich hier mal an. Jetzt schaue ich mal, ob ich endlich meine Fertigkeit mal wählen kann. Das wäre jetzt auch mal nice. Hier. Ach, da kriegt man einen extra Auftrag für. Aber guck mal, wir müssen alle Flügel untersuchen. Ja, also am Schluss musst du alle. Das ist richtig. Weil wir da in Betriebnahme der Operationsbasis steht, einen von drei Flügeln untersuchen. Also müssen wir sowieso jetzt erstmal zu jedem Terminal. Ja, also in Summe ja, am Schluss. Na, nicht nur am Schluss jetzt, auch überhaupt. Ja, ich bin hier gerade mit meinem Ding am Ja. Hadern. Ach, Ein Ding am Hadern. ich hätte, nein, Kann ich nachvollziehen, ja. ich habe meine Fertigkeiten gecheckt und jetzt habe ich erst gemerkt, ich habe vorher einen Platzfehler gemacht, indem ich eigentlich schon Talent vergeben wollte, was es aber noch gar nicht gab, dadurch, dass wir den Flügel ja noch nicht hatten. Und ich hätte also von Anfang an die Heftgranate nehmen können. Aber
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich drücke hier mal bei mir auf Hochfahren vom Techflügel. So, und jetzt müssen wir Paul Rhodes in der Leichenhalle retten. Also ich habe jetzt alle, war bei allen jetzt erstmal da. Achso, du hast erstmal alle angenommen, geht das, oder? Nein, ich Komm. bin zu jedem Terminal gegangen. Das Ja, hatte ich als das. Auftrag. Achso, ja, dann mache ich das auch mal. Der Und jetzt steht Sicherheitsflügel Fein benötigt Lau am unsere Eingang Aufmerksamkeit. treffen. Und Okay, wir alles brauchen klar. Captain Benitez. Ich, Er kann die JTF Oh, mobilisieren, bist um schon am uns die Eingang? nötigen Nee, noch nicht. Ich Informationen bin hier unter noch, freier muss noch einen Verantwortung von den annehmen. Strafen zu säubern. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für Ich uns. weiß, dass meine Ware Ihnen zusagt. So. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind Okay. meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen. Ja, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. So, bin auch fast so weit. Sie humpelt gerade weg. Dann würde ich. Was ist denn hier Einsatzbericht anfordern? So, du bist noch hier drin oder bist du schon rausgegangen? Ich bin noch hier drin. Ich habe gerade erstmal den Einsatzbericht angenommen. Einsatzbericht? Ja, und habe jetzt die Einsatztafel mir noch angeguckt. Ich Achso, glaube, nee, jetzt wird meine ganze Karte vollgespickt mit tollen Sachen. Einsatzbericht, ich lasse es einfach gleich aus. Wir gehen gleich raus und machen hier die Tech-Flüge sozusagen. Klar. Einen Tech-Flüge konnte man in der Beta schon machen. Das war auch der mit der Ärztin war das. Den haben wir schon so gesehen mal hier auf meinem Kanal gehabt. Wir nochmal auf. Spielersuche, Einführung, bla, Tab. Okay, da wird nochmal gezeigt hier, es ist ja ein Multiplayer-Spiel, deswegen, wie kann man jemand einladen? Und schauen wir mal, welchen Flügel wir Die zuerst Plünderer haben den gehen. Madison Square Garden überfallen. Guck mir gerade noch kurz Ja, den. Alles gut. Ich höre mich hier gerade so ein bisschen um. Also hier kann man Dinge fertigen. Zwei neue Blaupausen habe ich verfügbar. Leider zeigt er mir jetzt, glaube ich, gerade nicht an. Doch hier, das ist noch eine Blaupause. 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 Das sind die Stufen und dafür braucht man. Was braucht man dafür? Steht das hier irgendwo, um das zu bauen? Waffenteile. Man braucht einfach nur Waffenteile. Okay, das ist relativ simpel. Man braucht einfach nur Waffenteile oder Stoff oder sonstiges. Dann werde ich mal ganz kurz schauen, dass ich mir mal die Waffen, die ich hier habe und nicht mehr brauche. Lege ich mal eben. Drei Waffenteile kriegt man von Grün sogar. Was habe ich hier noch? Stoff. Soweit. So, jetzt habe ich auch mein. Jetzt habe ich endlich zwei, also drei Waffen am Start. Sehr nice. Hast du? Ja, kannst du auch jetzt anwählen. Wir haben das Level erreicht und dementsprechend ist es jetzt möglich, eine zweite oder beziehungsweise dritte Waffe anzulegen. Okay, ich habe die jetzt dummerweise meine Schrotflinte habe ich zerlegt. Ah. Naja, egal. Ja, du Man findest findet ja eine bestimmt. neue. Ja. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Norden. Da ist der Kampf. Geiselrettung, Medizinflügelgüter. Ja, Machen wir doch können wir den. machen. Ich würde mal kurz ein Objekt anfertigen. War einmal Handschuhe oder sowas. Da habe ich nämlich nur sehr schwache, sehr schlechte. Und ich glaube, die müsste ich sogar herstellen können. Ja, die kann ich herstellen. Fünf Stoff brauche ich dafür. Passt. Also man sieht hier par excellence Unterschiede zwischen Ryukat und Alcaramba. Alcaramba ist schon wieder Feuer und Flamme, will am liebsten alles niederballern. Ryukat wird sich am liebsten jetzt schon den Flügel einrichten, hat schon die Stoffe und alles am Start. Ja, tut mir leid, ich komme raus. So. Okay. Ja, ich habe mir neue Handschuhe gecraftet. Die sind besser als meine alten. Ja, Das schön, tut mir schön. leid, ich bin da stolz Ja, drauf. du bist halt bei uns in der Beziehung eher die Frau. Nein, nein, ich bin der Besonnene. Sagte die Bin Frau. der Rollenspieler. So.
Spielersuche. Ja, das brauche ich nicht. Ich weiß schon, wie das geht. Ich bin schon mit einem Spieler in der Gruppe. Aber danke, dass du mir das... So, warte mal. Wir wollten jetzt Tech, ne? Nach oben. Nee, nach oben. Also das ist hier oben der Kampf. Also direkt über uns praktisch. Das ist Medizinflügelgüter. Steht da zumindest. Ach ja. Wie aktiviert man denn eigentlich seine Spezialfertigkeit, wenn ich das mal Nubik fragen darf? Mit E. Du hast eine mit E und später hast du, glaube ich, noch eine mit Q. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, habe ich. Wo? Gesehen? Alles klar. Läuft. Hey. Folgt jetzt einfach mal. Wo läufst du jetzt hin? Ja, hier oben. Da zu diesem nördlichen Punkt des der Missionsziel. Ich habe da gar nichts weiter. Doch. Ja, wo du jetzt hinrennst. Also, wenn wir jetzt gerade hoch und dann links geht's rein. Da habe ich einen Missionspunkt. Und welcher ist das? Der heißt einfach, ich weiß gar nicht, ob das ein Name ist. Geiselrettung heißt der. Ah ja, der. Hast du? Okay, also hast du noch keinen Flügel. Ich dachte, du wolltest das schon ist ein zu einem Flügel. Das ist ein Flügel. Das ist ein Flügel? Ja, glaube ja. Nee, ich glaube nicht. Warum? Die Flügel sind bei mir angezeigt. Also ich habe hier so einen riesengroßen Bereich. Ach ja, stimmt. Mit Madison Feld Lazarett, einen riesengroßen... Ja, nee, hast du recht. Wir gehen nach unten zum Madison Feld Lazarett. Mein Bad. Oh, und da ganz hinten ist U-Bahn-Leichenhalle. Ich werde ja beschossen. Ja. Von wo? Ah, was Grünes, gell? Alter, da droppt wieder was Grünes. Der Loot-Hunter. So, also dann würde ich sagen, renn mal nach unten zum Feldlazarett, weil okay. Das war auch die Mission, die ich schon... Oh, Ratte. Gemacht nächste hast. Ratte. Er schießt einfach Ratten. Das ist eine Plage. Okay, also... Das war die Mission, die du schon mal gemacht hattest. Genau. Und ich meine zeitlich, dass die auch recht gut aufgeht für die Folge. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Und zur Not die Folge halt ein paar Minuten länger. Gibt's eine Überlänge? Gibt's eine Überlänge? Da kenne ich nichts. Da kennt er nichts. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und Wir brauchen sie in der Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich habe ein bisschen HP verloren. Was für Pisser, ey. Schön. Bringt es halt einfach in die Luft, Leute. Okay, hier ist nichts weiter. Du kannst rein. Ja, ich wollte eigentlich nur so einen Heilungseffekt mir mal. Aber da von oben kommen sie gleich, ja. Also da kann ich nicht durchschießen auf jeden Fall. Aua. Also was explodiert hier die ganze Zeit, meine Fresse? Du das? Schießt du die ganze Zeit Granaten? Nee, ich hab irgendwas so was Explosives angemacht. Also man kann da durchs Glas, kann man auch durchschießen. Ja. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Du hast irgendwas Explosives angemacht, interessant. Ja. Mit V was hat ich gerade sagen. War das? Oh, ach, das ja. Was Grünes? Grünes! Oh, schön. Da lootet er. Wow. Untersuchen? Loot. Mehr. Was ist denn das? Was ist denn das überhaupt, was ich da gerade loote? Ja, das weiß keiner. Es war eine Waffe. Haut da mit der Waffe um sich. Jetzt eine AK hat er da am Start. K. Nutzt mal die Tastatur. Bitte? Ja, mach mal. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. So was Doofes läuft ja fast über das gleiche Programm. Oh, da sind Haftnotizen. Mal sehen, was da drauf steht. Kann ich nicht entziffern. Schade. Was bist denn du? Hier oben gab es irgendwas. Wieder voll. Aber warte mal, wenn das... Ah, nee, was... Achso, okay. Dachte, das wäre schon wieder HP, aber war es doch ja nicht. Gut. Ich sehe schon kommen, dass du irgendeinen falschen Knopf drückst und dann schmeißt du mir eine Haftgranate irgendwie an den Rücken oder so. Ja, ist doch nice. Sobald es Knöpfe zu drücken gibt, was ist das? Auffüllen. Ah, da kann man nochmal alles klar machen. Sehr gut. Wir sind wieder voll. Ja, meiner ist gerade ein bisschen verwirrt. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten.
Und da ist es, glaube ich, noch Hilfe. Ja, Erste Hilfe ist jetzt sehr gut. Und die kommt von oben gleich Ach, runter. Eine Arena. Ja, ist eine nice. Arena. Das ist ja nice. Hast du da gerade geschossen? Das war meine Haftdingens. Kannst du die schießen? Ja. Okay, What? Ich glaube, ich muss mir auch sowas nehmen. Boah, krass, hat die AK heftig Rückschuss. Wo hast du eigentlich die AK her? Hast du die gefunden gerade? Ja, die habe ich gefunden. Boah, die halten aber viel aus, die beiden, die da runtergesprungen sind. Bam, die hat gesessen. Au, 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 au. Oh, nice. Hab ich ihn weggemacht. Also die Gegner sind jetzt deutlich stärker, aber ich glaube, das liegt daran, weil wir zu zweit spielen. Was ich eigentlich dann ganz geil finde, dass das so ist, wie es ist. Was haben wir da noch zu öffnen? Mineralwasser. Yeah. Was war da? Da gab es Mineralwasser gerade noch. Ich habe eine doppelläufige Schrotfinde gefunden. Auch nice. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Ah, hier. Nee, doch nicht. Das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Der Madison Square Garden war das übrigens, oder ist das jetzt gerade? Um das jetzt vielleicht nochmal aufzuklären, welche Arena das war oder ist. Sehr nice. Oh, ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich, hey. Die Leute, die trotz allem Entschuldigung. Ich habe eine Ratte. Ah, okay. Verstehe ich. Na? So, da vorne geht's gleich jetzt wieder weiter rund. Da drüben stehen sie schon, da im Bistro, rechts. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen Ach, guck mal hier, kontaminiert. Also, ja, genau. Da sollte man nicht reinlaufen. Ich glaube, da kannst du gar nicht rein. Ich glaube schon, dass ich hier rein kann. Ja, guck mal, das ist doch hier direkt ein Weg. Nee, ich will's nicht ausprobieren, wenn ich da kontaminiert werde. Hat er Angst davor, dass er kontaminiert wird. Da war ein kleines Feld, dort könntest du durch. Da stand so kontaminiert. Ja, übertreib's halt. Komm, jetzt rennen die weg, die haben keinen Bock mehr auf dich. Ja, das waren die Zivilisten. Schön. Ja, mal gucken. Boah, die ist echt stark. Wenn sie trifft. Was denn? Was hast du da? Doppelläufige Schrotflinte. Hab mir gedacht, rüste ich mir mal aus. Da sollte ich vielleicht so nicht runter. Mal hier durch, da kommt man durch. Ich nehme mal die Tür, ne? Ja, nimm mal die Tür. Weihnachtsmann. Den, lustig, auf den habe ich auch schon geschossen. Jeder will mal einen Weihnachtsmann erschießen. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Du bist ja böse. Ja, nein, also nicht so. Du bist du eigentlich eine Frau? Na, ich? Nein. Nee. Das war die Tussi, die da gesprochen hat. Oh, die trifft. Oh. Bitteschön. Weggeschrotet habe ich ihn. Ja, war wichtig. Der hat, war auf einmal neben mir gestanden. Ja, die Schrotfinde ist cool. Die gefällt mir. Den denn? Rennt er auf mich zu, wenn ich eine AK in der Hand habe. Oh, da ist was Grünes. Kriegt er hier den Loot? Jetzt krieg ich den Loot. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht. So, und jetzt. Genau, jetzt geht's hoch aufs Dach. Man kriegt übrigens Bonus-EP für taktische Kills, wenn du sie flankierst und ähnliches. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Oh, das Spiel macht Spaß. Weißt du, das erinnert mich übrigens an meine alte, meine Anfangszeit auf YouTube. So mit auf ganz normalen
Spielen, die ich dann im Together mal gespielt habe oder sowas. Also mit nicht ganz nur normalen World of Tanks. Leuten. nicht nur so World of Tanks oder so. Also deswegen muss ich an der Stelle mal sagen, ich liebe jeden, der sich dieses Projekt gerade anguckt. Dito, nachdem ganz, ich heute ganz auf meiner, fühlt euch geherzt. Meiner Facebook-Seite so von wegen Leute geschrieben hat, ich bin nur wegen World of Tanks auf deiner Facebook-Seite. Und ich dachte mir so, nein, dann seid ihr ja falsch. Oh, was haben wir denn da? Auch noch was zum Öffnen? Ah, das ist nochmal zum Auffüllen. Genau. Munition. Finde ich gut, brauche ich. Wie er nur so reinguckt, hä? Okay. Behalt mal meine Schrotflinte gerade. Boah, hast du den weggehauen gerade. Da kommt übrigens auch später jetzt noch ein Boss. Das finde ich auch immer ganz cool, diese Bosse. Bis hin. Von? Hey, ich würde mich mal heilen. Oh, okay. Warte, den habe ich. Okay. Habe ich doch. Ja, da kommt gleich genug. Da schießt jemand aus der Deckung raus. Bam, einfach nur Hand drüber. Mad Pro. Oh, das ist irgendwie ein bisschen komisch. War buggy. Was denn? Ich wollte meine Fähigkeit aktivieren, mein Schild in der Deckung. Er hat den Cooldown gezündet, aber er hat das Schild nicht gepackt. Da ist schon der Endboss. Ja, der hat ganz schön dickes MG. Fällt mir jetzt nicht so. Ah. Ja, der hat auch so einen Raketenwerfer, da musst du aufpassen. Also der hat sich desorientiert. Boah, der tut mir echt weh. Ah, zwei doofe, ein Gedanke. Ja. Muss aber hier mal... Ich füll mal auf. Ich versuch mal hier hochzugehen. Geht leider nicht. Versuch sie mal zu flankieren. Sehr gute Idee. Es ist eh nur noch er da. Warte, er schießt auf dich. Ja. Hauptsächlich. Jetzt auf dich. Jetzt schießt er doch mal auf mich. Hat der viel. Er ist blind. Wieder versucht zu flankieren. Nice! Ja, also, weg ist er! Die Wurst! So, erstmal alles nehmen. Erstmal nachladen alles. Ich habe jetzt alle drei. Ne, wechseln wir mal. So. Halt ich mal meine Munition hier auf. Hier ist nämlich noch so eine Kiste, wo du deine Munition auffüllen kannst. Ja, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt geht's eh in den Flügel zurück. Deswegen würde ich sagen, wir gehen noch Richtung Heimat. Sind wir hier auf dem Dach? Wir sind hier auf dem Dach, ja. Ah, schau dann auf dem Dach. Jetzt geht's not bad. Durch den Aufzug zurück. Primärattribute werden jetzt hier auch nochmal kurz erklärt. Ah. Also. Nice. Waffen, Ausdauer und Elektronik sind die drei Primärattribute eines Agenten, die jeweils Waffenschaden, Lebenspunkte und Fertigkeitspunkte. Primärattribute erhält man über angelegte Ausstattung. Suchen Sie Ausstattung mit passenden Attributen, um Ihren Waffenschaden, Ihre Lebenspunkte und Ihre Fertigkeitenstärke zu erhöhen. Spezialisieren Sie sich auf ein Attribut, fahren Sie zweigleisig und entscheiden Sie sich für eine ausgewogene Allround-Zusammenstellung. Sie allein bestimmen Ihren Spielstil. So ist es und nicht anders. So. Hier kann man sich abseilen jetzt. Yep. Nice. Okay, hoppala. Nein, abseilen bitte. Hui. Wie ein Agent. Noch mehr? Ja, nochmal. Ich habe eine nicht zugewiesene Fertigkeit. Das machen wir aber alles dann in der Operationsbasis. Safe House heißt das ja jetzt gar nicht mehr. Ich wollte es gerade machen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Alles du klar. Hast du es nicht hinbekommen?
Nee, ich mach's. Das war der Anfangsplan. Ich wollte es natürlich auch in der Operationsbasis machen. Ach so. Mit Jessica in Candle reden. Jessica, Mit ich komme. Jessica. Mission Madison Feld Lazarett abgeschlossen. Bilden Sie Teams mit anderen Agenten. Ach, das hätten wir. Das ist sogar eine Mission, die wir eigentlich mit anderen Agenten machen sollten, idealerweise. Bin ich das richtig? Also ich habe es damals allein gemacht, das weiß ich noch. Aber ich glaube, du wirst schon animiert halt dafür, dass du das natürlich irgendwie mit anderen Leuten machen sollst. Also ich fand die jetzt auch, also alleine wäre die noch ein Stück kniffliger Aber gewesen, muss ich sagen. alleine haben die, glaube ich, also ich hatte so lila Gegner, hatte ich alleine nicht. Okay, aber vielleicht liegt das auch daran, dass du in der Da ist Jessica. Beta Bei mir? warst. Möglich. Danke für Ihre Hilfe im Wirklich, ne? Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Muss nur noch kurz die Welt retten. Ich habe jetzt gerade hier den Ding kann ich jetzt theoretisch ausbauen. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Da muss ich zum Laptop. Ja, genau. Brauche ich dafür? Du musst hier diese Medizinvorräte und davon haben wir 700 Stück. Woher habe ich denn die? Die kriegst du in den Missionen. Ach so, indem man Missionen für die. Ach, dafür sind Genau. die verschiedenen Ganz Farben der genau. Dreiecke. Wenn ich Ah, mal eine das ist Verbesserung. natürlich Sie sollten interessant. das Das finde in ich Rechnung clever. stellen. Okay. Und damit habe ich jetzt eine neue Fertigkeit auch freigeschalten. Jeder Ausbau bringt Ihnen einen oder mehrere Vorteile. Alle Vorteile sind im Vorteilsreiter des Fähigkeitenmenüs aufgelistet. Okay, ich musste Jessica fängt mal jetzt klein an die und jetzt Klinik wird es eine ausbauen. Klinik. Aber das ist ja normal, ne? Jetzt habe Verstehen ich zwei kann man das Vorteile. Schwierigsten zu Ganz behandeln. genau. Wir haben alle Und ich Hände kann voll jetzt zu noch tun. mich entscheiden, ob ich eine Apotheke, eine Beratung oder eine Kinderkrankenpflege nehme, ja? Exakt. Hilfe. Cool. Halt alle Verbündeten in einem kleinen Umkreis. Oder die Vorrichtung kann an Ort und Stelle benutzt oder zu einem entfernten Ziel befördert werden. Das ist natürlich interessant. Und erweitert das Erste-Hilfe-Set-Inventar. Auch cool. Gut, Dann ich würde hier. sagen, für die Ausgabe sind wir auch durch, haben gut was erreicht. Unsere Klinik steht schon ein bisschen besser da als vorher. Und ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei Let's Play The Division.